Und wie die vielen Pfeifen sich zu einem Klang vereinen, so lass uns als die vielen Glieder deiner Kirche in gegenseitiger Liebe und Achtung verbunden sein, damit wir einst mit allen Engeln und Heiligen in den ewigen Lobgesang deiner Herrlichkeit einstimmen dürfen. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ihr seid es gewöhnt, dass man über die Lesungen des Sonntags in der Predigt spricht. Heute bedenken wir etwas anderes, denn eine Orgelweihe ist ein ganz, ganz seltenes Fest und auch die Orgel enthält eine wichtige, frohe Botschaft. Die Orgel ist nicht nur einfach ein Instrument, das schöne Musik macht. Sie ist auch selbst ein Zeichen des Glaubens. Und ein Zeichen hat immer Bedeutung. Wir kennen vor allem Zeichen, die man anschauen kann und wo man herausliest, was sie bedeuten. Die Orgel ist zwar auch sichtbar, aber sie ist vor allem ein hörbares Zeichen. Und wenn wir sie hören, können wir auch eine zeichenhafte Botschaft vernehmen. Die Orgel ist ein hörbares Zeichen für die Kirche. Und die Orgel in Hartberg hier soll ein hörbares Zeichen sein für die Kirche von Hartberg. Die Orgel ist ein Instrument, also in gewisser Weise eine Einheit, aber sie besteht aus vielen, vielen Pfeifen. Die Zahl der Pfeifen ist wahrscheinlich etwas größer als die Zahl der Einwohner von Hartberg. Und damit eine Orgel ordentliche Musik machen, müssen alle Pfeifen richtig gestimmt sein, aufeinander abgestimmt sein und dann können sie Wohlklang ergeben. Eine Pfarrgemeinde ist auch ein vielstimmiger Chor. Da gibt es junge Stimmen und ältere Stimmen, tiefe Stimmen und hohe Stimmen, mehr altvaterische Stimmen und mehr moderne Stimmen. Aber es ist eine Gemeinde und zum Leben dieser einen Gemeinde gehört, dass die Stimmen gut ein- und aufeinander abgestimmt sind. Dieses zugleich eins sein und mehr als eins sein, das für die Orgel gilt, das für die Kirche gilt, hat seinen Ursprung in Gott selber. Wir sagen, wir glauben an einen Gott und zugleich glauben wir auch an mehr als einen Gott. Denn wir glauben an Gott den Vater und wir glauben an Gott den Sohn und wir glauben an Gott den Heiligen Geist. Ein unfassbares Geheimnis. Ich habe das einmal, und das kennen die Hartberger noch, in ein sichtbares Logo zusammengesetzt und geschrieben, 1 plus 1 plus 1 ist 1. Die Kinder haben gesagt, das ist falsch. Wir haben in der Schule gelernt, 1 plus 1 plus 1 ist 3. Aber im Geheimnis Gottes haben wir den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, aber die drei sind eins. Das ist etwas ganz Besonderes, denn so ist Gott ein liebevolles Gespräch.
Der Vater wendet sich dem Sohn zu, der Sohn wendet sich dem Vater zu und sie hauchen sich gegenseitig als Lebensodem den Geist ein. Eine Einsheit, die zugleich mehr als eine Einsheit ist, ist für uns auch ein Modell für den Menschen und für das Zusammenleben der Menschen. Wie Gott den Menschen geschaffen hat, spricht der eine Gott auf einmal in der Mehrzahl. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Und der Mensch ist geschaffen als Mann und Frau, begabt zu fruchtbarer Liebe und so entspricht der Dreieinsheit Gottes, eine Dreieinsheit in der Familie. Und dieses mehr als eins und zugleich eins sein ist kennzeichnend für die Orgel und ist kennzeichnend für die ganze Kirche und für jede Gemeinde. Und dann gibt es noch etwas ganz, ganz Wichtiges, was auch die Orgel zu einem Zeichen für die Kirche, für die Menschen, für die Familie und für unseren Glauben macht. Die Orgel ist ein pneumatisches Instrument. Was heißt das? Die Orgel besteht aus Pfeifen, die nur dann klingen, wenn ein Blasbalg da ist, der Luft durchbläst. Und das nennt man das Pneuma der Orgel. Und das Pneuma in Gott ist der Heilige Geist. Und das Pneuma in der Kirche ist der Heilige Geist, der zugleich ein Geist der Einsheit ist. Im Epheserbrief steht: ein Herr, ein Glaube, ein Geist, eine Taufe. Wir sind alle eins in Jesus Christus, im Geheimnis Gottes. Aber dieser Geist ist am Pfingstfest ausgegossen worden über viele Völker. Und die vielen haben plötzlich alle die Sprache des Geistes verstanden. Denn die Sprache des Geistes Gottes ist die Liebe. Und wenn wir sagen, Gott ist die Liebe, können wir diese Aussage ja auch nur tun, wenn es in Gott ein Miteinander und Gegenüber gibt. Wenn also der Blasbalg richtig funktioniert, wenn das Pneuma durch die Orgel weht, dann ertönt ein richtiger und sauberer Orgelklang. Freilich, manches Mal können es auch Dissonanzen sein, die wieder nach einer Auflösung verlangen. Das macht ja das Leben so schön und spannend, dass nicht immer alles nur eintönig und in Harmonie verläuft. Dass es nicht nur ein Miteinander gibt, dass es manches Mal auch ein Gegeneinander geben kann, dass wir aber nie in einer Dissonanz verbleiben, sondern dass wir bereit sind, die Spannungen auch wieder aufzulösen. Hat es im Dreieinen Gott auch Spannungen gegeben? Ja, freilich. Vor allem die ganz große Spannung zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Manche meinen, die Gerechtigkeit ist das Allerwichtigste, daher muss alles, was böse ist, der gerechten Strafe verfallen. Und so haben wir es auch noch im Katechismus gelernt, Gott ist ein gerechter Richter, der das Gute belohnt und das Böse bestraft. Und manche haben sogar den Kreuzestod Christi so ausgelegt, Gott war so erzürnt über die Sünde, dass Blut fließen musste, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Jesus sagt aber etwas anderes. Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns hingab. Und eine größere Liebe hat niemand als einer, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und im Jakobusbrief lesen wir den ganz wichtigen Satz: Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht.
Christus hat uns in seiner Liebe die Strafe für die Schuld erspart. In sein Erbarmen und in seine Liebe sind wir aufgenommen. Dieses Miteinander und manches Mal auch gegeneinander und füreinander eintreten, wie wir es in jeder Pfarre und in jeder Gemeinde auch finden können, ist dargestellt im Instrument der Orgel. Und wenn wir das hören und wenn wir uns freuen, dass Dissonanzen wieder ausklingen und in Harmonie zusammenführen, sollte uns das auch ein Fingerzeig und ein Hinweis sein: Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, vergeben können, miteinander Frieden stiften, das macht es aus, dass die vielen auch wieder zur Einsheit zusammenfinden. Möge jedes Mal, wenn ihr die Orgel seht, aber vor allem auch, wenn ihr die Orgel hört, etwas von dieser Botschaft bei euch ankommen. Und möge auch bei euch ankommen, dass es letztlich der Geist Gottes ist, der alles zum Klingen bringt. Vertraut auch euch selber dem führenden Geist Gottes an, der euch in der Taufe geschenkt und in der Firmung noch bestätigt worden ist. Wunderbarer Kelch, diamantenes Priesterjubiläum, das du auch feierst in diesem Jahr, ist nicht alles aus reinen Diamanten. Da drin sind drei Glaskugeln, eins und eins und eins ist eins. Dein kostbarer Umgang mit der heiligen Dreifaltigkeit, 60 Jahre priesterlicher Dienst, symbolisiert hier an der Kelchgestalt. Wir danken dir für deine Zeit hier in Hartberg und für die vielen Jahrzehnte hindurch, wo du das unbegreifliche Geheimnis der Dreifaltigkeit mit deinen Begabungen und mit deiner Glaubenszeugnis so wunderbar verkündet und vermittelt hast.